Ja, hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu diesem Video. Im heutigen Video geht es mal um was anderes. Wir haben erstens Conquest Reforged, das habt ihr vielleicht im Thumbnail schon gesehen. Und zweitens zeige ich euch heute mal Belagerungswaffen. Ich habe letztens einen Stream gemacht, Conquest Reforged, wo wir ein bisschen Sachen getestet haben. Da haben wir unbedingt auch Belagerungswaffen gebaut. Ihr werdet jetzt merken, eine Sache, die nicht mit dabei ist, ist der Belagerungsturm. Der Belagerungsturm, der steht hier aus dem Grund noch nicht, weil ich mit dem noch nicht so 100% zufrieden bin. Da finde ich, da kann man noch ein bisschen was machen. Aber die Sachen, anderen Sachen, die hier stehen, sind ziemlich cool. Ich wollte auch eigentlich diese etwas kleineren Sachen haben. Wir haben auf jeden Fall einmal ein Trebuchet oder Tribok oder Tribeusch. Jeder nennt das Ding ein bisschen anders. Ich sag eigentlich Tribok dazu. Wir haben eine kleine Belagerungsramme. Ja, hab ich das Ding nochmal vorne ein bisschen erinnert. Im Stream sah es auch noch ein bisschen anders aus. Ja, wir haben einen Skorpion und eine Balliste. Und wir haben ein Katapult. Ich habe tatsächlich mittlerweile einen Katapult gebaut. Im Stream habe ich versucht, einen Katapult zu bauen. War eine Katastrophe. Wir wollen am Anfang mit dem... Oder wir können mit dem rechts nach links einfach eigentlich einfach an. Wir haben einen Katapult. Wie gesagt, im Stream habe ich versucht, einen zu bauen. War absolute Katastrophe. Und bin letztendlich auf diese Variante hier rausgekommen. Geh weg. So. Wir haben hier ein bisschen seltsam. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, wie dieses Katapult hier abgefeuert wird. Also normalerweise sind die irgendwie mit so Seilen hier gespannt. Und dann gibt es dieses... Gibt so ein System, es ist alles sehr komplex und weird und wow, und ich kenne mich damit nicht aus. Aber es sieht sehr Katapult, also es sieht aus wie ein Katapult, ja, wieder unten gekappt. Dann, oh. Ich mag das ja auch, dass hier oben so Steine reinlegen kann, das finde ich sehr cool. Hier sind es jetzt leider ein bisschen wenig, je nachdem, wo das halt platziert ist, sind es halt nur mehr oder weniger Steine. Hier drüben wäre halt besser, also wenn es hier noch einfach links moven würde, hier wären halt ideale Steine, aber hier ist halt so ein bisschen wenig drin jetzt quasi, aber das ist, tut mir sehr leid. Ja, bitte verzeiht mir. So, oh scheiße, das macht mal alles kaputt hier. Ja, also theoretisch gesehen könnte man auch hier dieses Ding wegmachen. Ja, hier hinten dran fehlt nämlich irgendwie auch was. So, man könnte auch hier dieses Teil wegmachen und könnte auch hier dann irgendwie die Steine so reinlegen. Fand ich aber so ein bisschen mickrig. Ja, so sieht es irgendwie aus, als hätte man da das Ding zum Reinwerfen und dann, oh, das ist sowieso, keine Ahnung. Gut, als zweite Belagerungswaffe haben wir dann, übrigens habe auch hier diese Fässer wieder als Räder verwendet. Und dann gucken, hier sieht man es ganz gut. Ich finde die Fässer als Räder eine ziemlich schöne Sache. Sieht sehr cool aus. Kann ich eigentlich nur weiterempfehlen. Wenn ihr das Katapult nachbauen wollt, ich zeige es einfach mal kurz hier von der Seite. Ich denke mal, das kann man so nachbauen. Das sind einfach nur Slabs. Hier die Fässer drin. Das ist von diesem Iron Spruce Planks und das ist von dem Nailed Oak Planks. Wie gesagt, alles Conquest Reforged. Für die, die sich jetzt wundern, was für Blöcke ich hier benutze. Conquest Reforged ist ein Modpack. Genau, so sieht es von hinten aus. Ja, so von oben. Durch die andere Seite ist quasi gespiegelt. Ja, das ist, denke ich mal, wenn ihr es nachbauen wollt, hier habt ihr es. Skorpion, ähnlich easy peasy nachbaubar. So sieht es so aus, hier so und hier von vorne. Ja, also könnt ihr ein bisschen pausieren, dann kriegt ihr schon hin. Genau, der Skorpion hat auch seitlich so Fassräder bekommen. Der wird dann mal hinten hochgehoben, wird dann so langsam vorangeschoben. Hinten ist die Mechanismus zu spannen, weil sonst kann das leider bis hier hinten dann vorgespannt werden. Und diese Dinger, diese Bögen hier, die spannen sich dann. Das kriegt sich ja hier so nach innen. Ja, so. Und dann wird hinten der Mechanismus entlöst. Wird ein Speer noch eingelegt vorher natürlich. Im Nachhinein bringt es nämlich nichts. Und dann fliegt der Speer schön weit vorne raus. Schönes kleines Ding. An und für sich sehr schick. Sieht ja eigentlich so authentisch aus. Nicht. Ja, nicht zu groß, nicht zu klein. Mag ich sehr. Dann kommen wir mal zur Belagerungsramme. Die Belagerungsramme hat auch diesmal keine Fassräder. Die hat sich einfach normale Räder. Hat insgesamt ja drei Räder links, drei rechts. Macht insgesamt sechs. Und hat vorne den Rambock, also wirklich den Rambock. Und ansonsten ist die Ramme relativ klein. Ja, die ist klein, knuffig. Soll ja quasi auch, also ich meine, warum soll die so riesig sein? Ja? Das heißt, irgendwo hinten sind Leute, die schieben das Ding voran und innen drin sind Menschen, die das hier an diesen Griffen, oben kann man es sehen, nach vorne und zurück schwingen können. Wir haben hier auch Klappen, also man könnte quasi noch mit Pfeil und Bogen rausschießen, wenn es denn nötig wäre. Naja, eigentlich sind die ja keine fahrenden Panzer, sondern halt wirklich, also theoretisch gesehen schon, aber die normalerweise ist die Mauer ja vorne und da braucht man keinen Deckung von den Seiten. Also man braucht Deckung von den Seiten, aber keinen, muss nicht rausschießen, weil ja von hier keine Leute kommen. Aber es ist halt einfach da. Sieht optisch ein bisschen schöner aus. Ich hab's einfach so gemacht. Gut. Als nächstes kommen wir zum... Achso, wenn ihr es nachbauen wollt, das ist ein bisschen komplizierter hier, weil wir hier sehr viel mit so Slips drin gearbeitet. Aber naja. Das kriegt ihr bestimmt auch hin. Ja, nichts Kompliziertes. Danach kommen wir zum Tribuchet, zum Tribok, zum Tribeucht, zum... ja, zu einer Belagerungswaffe mit einem sehr langen, großen Schleuderarm. Ist quasi die Weiterentwicklung des Katapult, ist ja dementsprechend auch wesentlich präziser und hat auch wesentlich mehr Reichweite, ja. Genau, das Ding ist auch mit am größten von den ganzen Sachen hier. Gibt es auch in zwei Varianten, einmal so eine Variante, wo es gerade am Schleudern ist, zack,
Ja, was ich jetzt hier nicht darstellen kann. Normalerweise wäre das Seil natürlich immer noch hier hinten dran. Normalerweise funktioniert das, laut meiner Kenntnis funktioniert es so, man hat hier einen Stein, der ist halt irgendwie so eine Art Netz. Normalerweise ist es so, das fliegt nach oben und ab einem gewissen Punkt fliegt der Stein quasi ganz von alleine raus. Das Seil hat eine gewisse Länge, das fliegt dann quasi mit hoch, also es wird hier unten entlöst, dass das Gewicht hier vorne das nach unten zieht. Ja, das hat natürlich eine Schwungkraft, schwingt hier runter, hier nach unten, hier unten, bis hier unten hin. Mal zurück, ja, vor und zurück. Und diese Arme schwingt dementsprechend nach oben. Und oben wird dann der Stein entlöst, also irgendwo hier oben wird der Stein entlöst, der fliegt dann dementsprechend schön weit. Und genau, dann hat man das Seil natürlich noch dran. Also das konnte ich jetzt hier leider nicht darstellen, das war nicht schön. Dann würde man hier dran drehen, das würde dann nach unten gezogen werden. Das Gewicht geht automatisch wieder in die Ausgangsposition zurück. Und wenn man es wieder hat, lässt man wieder das, also tut man wieder den Mechanismus entlösen. Und man tut natürlich nicht das Seil hier kappen, dann hat man das Ding da oben. Ja, und dann haben wir das Ding da oben. Und da muss man irgendwie überlegen, wie kriegen wir es jetzt wieder da runter? Da müsste natürlich jemand hier hochkrabbeln, müsste wie ein Seil da oben rumschlingen und müsste dann hier runterspringen und dann wieder hier runterziehen. Das ist halt kompliziert. Deswegen. Aber das ist eigentlich eine relativ einfache Sache. Sehr simpel. Na, einfach mit einem schönen großen Gewicht. Es gab es bei Katapulten auch, war aber bei den Römern beispielsweise, die hatten dann mehr so Varianten hier, die dann so eine Art Spannung auf den Seilen erzeugt haben, die dann gelöst worden konnte. Ich weiß echt nicht, wie diese Dinger funktionieren. Ganz komisch. Aber da werden irgendwie. Irgendwie wird da Spannung auf die Seile aufgebaut und dann werden die quasi entladen. Das ist sehr interessant. Genau. Und hier haben wir quasi ein Prinzip mit Gewicht, ja. Und wo der Schwung erzeugt wird. Ja, ganz einfache Hebelkraft dann dementsprechend auch. Und ist auch ein sehr kleiner Gegenstand. Das heißt, das Gewicht macht dann schon einiges aus. Ja, und das Gewicht ist eigentlich sehr schön, finde ich, ist eigentlich original. Ja, von der Form her. Man könnte es vielleicht ein bisschen größer machen. Man hätte es darüber streiten können, vielleicht. Ein bisschen größer zu machen, irgendwie hier an den Seiten noch mit sowas hier zu arbeiten, irgendwie hier nochmal so und dann hier unten theoretisch erst so, und dann man irgendwie so das Ding baut, das wäre theoretisch auch möglich. Fand ich aber dann ein bisschen dick. Ja, also so jetzt, ne? Wäre es auch möglich, aber finde ich, glaube ich, irgendwie ein bisschen dick und ich weiß auch nicht, hätte von der Länge auch nicht gepasst. Ja, und das Gewicht ist ja nicht immer nur pure Größe, sondern es geht ja auch ein bisschen darum, wie schwer es ist. Das kann ja auch ganz klein sein, wenn es aber schwer genug ist, reicht es ja vollkommen aus. Ja. Genau. Gut. Das wäre es aber eigentlich auch schon gewesen. Ich weiß ja, dass es einige Leute bei mir in der Community gibt, die, das ist quasi schon so ein Running Gag bei mir in den Livestreams, die sich immer wünschen, dass ich eine Belagerung baue. Ich sage immer, es wird nie passieren. Ich hoffe auf jeden Fall, dass diese Belagerungswaffen erstmal ein großer Schritt in Richtung sind. Und falls ich mal irgendwie Belagerung bauen soll, dann habe ich wenigstens schon mal ein gewisses Arsenal, um da was zu machen. Aber ansonsten wäre es das jetzt erstmal gewesen. Ja. Wie gesagt, ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Das war mal das erste Conquest Reforged Let's Show Video, was ich quasi so gemacht habe. Ja, hoffe auf jeden Fall, wie gesagt, es hat gefallen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was hat euch gefehlt. Wie gesagt, der Belagerungsturm könnt ihr euch gerne in meinem Stream angucken. Da seht ihr auch, wie ich den gebaut habe. Welche Belagerungswaffe hat euch gefehlt? Ihr wisst jetzt auch nicht, welche fehlen würde tatsächlich. Ja, außer halt irgendwie vielleicht andere Dinge. Also, weiß nicht, irgendwas abgefreakt ist, aber von den Standardsachen habe ich, denke ich mal, für die allem eins gebaut. Welche Belagerungswaffe hat euch trotzdem vielleicht gefehlt? Schreibt mal gerne in die Kommentare. Welche findet ihr am besten? Welche am schlechtesten? Welche würdet ihr in einer Schlacht bevorzugen? Oder einer Belagerung bevorzugen? Schreibt alles mal gerne in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal und ciao.